Die Märkte sind in Aufruhr. Das schlechteste Halbjahr seit Jahrzehnten liegt hinter uns. Was kommt noch auf uns zu und was ist jetzt die beste Strategie? Darüber möchte ich sprechen mit Ralf Borgsmüller, Partner bei der PSM Vermögensverwaltung in Grünwald bei München. Ich habe ihn zu mir eingeladen und damit willkommen zu einem neuen Interview bei René will Rendite. Hallo Herr Borgsmüller, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, Herr Schumann-Fink. Sie haben ja schon so einige Krisen mitgemacht. Wie ordnen Sie die aktuelle Lage ein? Ja, also die aktuelle Lage würde ich schon als eine der größten Krisen einschätzen, wenn man so in die Historie schaut. Denn wir haben doch auch sehr ungewöhnliche Zeiten und es ist sehr, sehr viel Ungewöhnliches, auch historisch Einmaliges passiert in den letzten Jahren. Die Pandemie, das ist ja klar, ist etwas Besonderes in Anführungsstrichen. Ich glaube, die meisten von uns hätten sie wohl eher nicht gerne erlebt. Aber wir mussten natürlich dann damals von Seiten der Notenbanken und Regierungen natürlich unbedingt reagieren. Denn sonst wären wir wahrscheinlich in einer Weltwirtschaftskrise abgerutscht. Ich hatte das ja auch bei dem Fokusartikel damals, bevor die Notenbank dann reagiert haben, auch eingefordert und gesagt, hier müssen tatsächlich erhebliche Maßnahmen getätigt werden, damit wir ja nicht in eine ganz schwere Weltwirtschaftskrise fallen. Und das ist ja dann auch so passiert. Das heißt, die Notenbanken und die Regierungen haben die Weltwirtschaft gestützt in einem Ausmaß, wie wir das eigentlich bisher noch nie hatten. Das heißt, die Notenbanken haben alleine weltweit gesehen in den letzten 2 Jahren 11 Billionen US-Dollar neues Geld gedruckt. Und die Staaten haben auch entsprechend nochmal für über 10 Billionen Staatsschulden gemacht, sodass wir auf eine Gesamtrettungssumme in diesen 2 Jahren von über 20 Billionen kommen. Das sind unvorstellbare Zahlen für die meisten Menschen. Ja, und das hat dann natürlich dann verschiedene Effekte, die in den letzten 2 Jahren dann auch sich manifestiert haben und die dann auch zum Teil für historische Übertreibungen, historische Exzesse an den Finanzmärkten geführt haben. Wobei natürlich die Exzesse, die gingen ja schon vorher los. Ne? Das ist mit der Vermögenspreisinflation bei Immobilien zum Beispiel. Das genau, alles die, erst waren mit der Corona-Krise schon, die waren schon letztlich durch die geldpolitischen Maßnahmen, die fiskalpolitischen Maßnahmen in der Finanzkrise. Im Grunde genommen 2008 ist das Ganze schon eingeleitet worden, die ganze Euphorie, die wir da gesehen haben, die sich dann nochmal verstärkt hat durch die Maßnahmen 2020. Und die dazu geführt hat, dass eben schon fast alle Anlageklassen sich im Jahr 2021 in einer euphorischen Situation, Bewertungssituation bewegen. Durch das viele gedruckte Geld sind vor allen Dingen eben die Vermögenspreise angestiegen, sehr, sehr stark. Also Immobilien, Aktien, selbstverständlich auch Gold, dann auch andere Werte wie Kunst, vor allen Dingen Kunst hat auch sehr, sehr stark zugelegt. Dann Oldtimer etc., also alle Sachwerte im Wesentlichen haben einen wahnsinnigen Preisanstieg bekommen durch das viele frisch gedruckte Geld und durch die neu gemachten Schulden. Und jetzt haben wir die Situation, dass die Vermögenspreisinflation dann tatsächlich eben auch in eine Güterpreisinflation geführt hat, die schon weit vor dem Krieg, vor dem Kriegsbeginn Februar 2022, begonnen hat und die in den USA ja schon eine Inflation von etwa 6% Ende des Jahres 2021 hatte. Und die Notenbanken haben tatsächlich zu lange gewartet, um auf diese Inflation zu reagieren. Sie haben sie immer als temporär bezeichnet oder als transitory, also dass also das Ganze eben relativ schnell wieder verschwinden wird. Den Gefallen hat ihnen die Inflation aber nicht getan. Da waren jetzt so ein paar Punkte drin, auf die ich noch mal gerne eingehen würde. Direkt zu Anfang haben Sie gesagt, eine der größten Krisen, die wir je hatten. Das heißt, größer als die Finanzkrise? Es ist eine andere Art Krise. Ob das noch eine Liquiditäts-Finanzkrise wird, das ist noch offen zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Wir haben letztlich jetzt im Moment eine inflationäre Krise, in Anführungsstrichen, die wir ja auch lange, lange Zeit nicht hatten. Also mit hohen Inflationsraten sind wir wenig konfrontiert worden. Im Grunde genommen eigentlich seit den 70er Jahren, das ist ja auch schon 50 Jahre her, wo wir die letzten großen Inflationen hatten. Aber eben das viele frisch gedruckte Geld seit der Finanzkrise und jetzt auch nochmal speziell seit der Corona-Pandemie hat dann doch dazu geführt, dass nicht nur die Vermögenspreise aufgeblasen worden sind weltweit, sondern dann eben auch die Güterpreisinflation kam. Und jetzt natürlich dann durch die Kriegssituation im Februar hat sich das Ganze nochmal massiv verschärft, weil speziell die zwei Komponenten der Inflation, die Lebensmittelpreise und die Energiepreise, eben dann sehr stark aufgrund der besonderen Gegebenheiten des Krieges nochmal angezogen sind.
Aber was macht die Lage so gefährlich, dass Sie sagen, das ist eine der größten Krisen, ja, die wir je hatten? Die Lage gefährlich aufgrund von vielen verschiedenen Faktoren. Gegenwärtig ist der Hauptfaktor, dass die Masse der Menschen damit konfrontiert wird, dass sie neben der Bezahlung der Lebensmittel, also der tatsächlich zum Leben notwendigen Mittel und der Energiepreise vor der Tatsache stehen, jedenfalls die breite Masse der Bevölkerung, und zwar in allen Ländern, anschließend kein Geld mehr für andere Dinge zu haben. Oder schon gar nicht mehr in der Lage zu sein, die Lebensmittel und die Energiepreise als solche überhaupt zu stemmen. Das ist eine sehr große Besonderheit, die auch tatsächlich eben einen Großteil der Bevölkerung betrifft und die auch tatsächlich zu einer Spaltung der Gesellschaft führen kann, in die Gruppe, die sich das alles problemlos leisten kann nach wie vor, und die Gruppe, die sich es gar nicht leisten kann. Und deswegen ist die Politik hier aufgerufen, eben den sozialen Sprengstoff aus der ganzen Sache herauszunehmen und unbedingt und auch relativ zeitnah den Haushalten zu helfen, die damit nicht mehr klarkommen. Sonst würden wir tatsächlich eine Art, ja, würden zumindest die Gefahr bestehen, dass es zu sozialen Unruhen kommt, und zwar weltweit. Das heißt, das Gefährliche ist eher diese gesellschaftliche Dimension. Das ist eine Komponente, die gesellschaftliche Dimension ist die eine, und natürlich auch die finanzwirtschaftliche Seite, die auch außerordentlich gefährlich ist, unter der Voraussetzung, dass die Notenbanken Fehler machen. Und wenn sie Fehler machen, das heißt, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, dann kann das Ganze eben dann doch noch zu einer sehr, sehr großen ökonomischen Krise werden. Stichwort Rezession. Genau, und es kann eben eine große Rezession weltweit geben, mit allen Folgen, die dann damit verbunden sind. Natürlich auch wieder die gesellschaftliche Dimension. Eine Rezession verschärft natürlich nochmal das ganze Problem, was Sie gerade angesprochen haben. Ganz genau. Ja. Und wir hatten ja jetzt, um bei den Finanzmärkten vielleicht auch mal einzusetzen, wir hatten ja jetzt im ersten Halbjahr 2022 schon auf fast allen Gebieten horrende Verluste, die einfach jetzt dadurch entstanden sind, dass die Notenbanken jetzt, nachdem sie jahrelang eben riesige Summen Geld gedruckt haben und die Zinsen nach unten geführt haben, jetzt das Gegenteil tun werden, im Falle der EZB jetzt ab Juli, und auch schon zum Teil getan haben, also Zinserhöhungen von Seiten der amerikanischen Notenbank und vielen anderen Notenbanken weltweit. Und dann jetzt auch noch geplant, eben tatsächlich wieder das Geld, was man vorher in Umlauf gebracht hat, zumindest in Teilen wieder zurückzunehmen, also die Bilanzsummen zu verkürzen. Und das ist natürlich dann genau der Treibstoff, der Wirtschaft und den Finanzmärkten fehlt, der sie jahrelang unterstützt hat und eben auch andere Märkte, Immobilienmärkte und so weiter, natürlich gestützt hat. Beispielsweise eben die Nullzinsen, die wir überall hatten, haben natürlich dazu geführt, dass sehr, sehr viel auf Kredit gekauft worden ist. Und auch sehr viele Menschen, die sich es eigentlich nicht haben leisten können, konnten sich dann Immobilien etc. kaufen. Das hat zu dieser Euphorie natürlich dann auch weiter beigetragen. Also heißt das, wir haben den Tiefpunkt noch nicht gesehen? Das ist jetzt sehr schwer zu sagen. Das hängt eben speziell jetzt im zweiten Halbjahr 2022 davon ab, ob die Notenbanken tatsächlich in diesem Ausmaß und in dieser Konsequenz die Weltwirtschaft bremsen werden, die in einer sehr fragilen Situation ist. Also wenn die amerikanische Notenbank wirklich das durchzieht, was sie geplant hat, also was sie zumindest angegeben hat, also massive Zinserhöhungen noch bis nächsten Jahres und auch eine ziemlich massive Rückführung ihrer Bilanz im Verlauf des zweiten Halbjahres, dann kann das Ganze natürlich in eine rezessive Entwicklung in der Wirtschaft führen und auch noch zu weiteren erheblichen Börseneinbrüchen. Das ist aber keineswegs sicher, weil wir schon ja immer die letzten 20 Jahre schreiben, dass das Schicksal der Notenbanken und auch der Weltwirtschaft ist eben die Inflationierung. Andernfalls besteht die Gefahr, dass wir in eine Rezession gehen oder bankrott gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also Geld drucken oder bankrott gehen ist das Schicksal der Weltwirtschaft. Das ist ja ein Satz, den man von Ihnen häufig hörte. Den haben wir eigentlich in unseren ganzen Publikationen letztlich immer wieder drin. Das liegt daran, dass die Weltverschuldung, also die Verschuldung der Staaten, der Unternehmen, der Banken und auch der Privatleute addiert gesehen auf einem historischen Höchstniveau von über 300 Billionen Dollar liegt. Und zu Zeiten der Finanzkrise, also jetzt vor 14 Jahren, 2008, 2007, lagen wir ungefähr bei 170 Billionen Dollar. Das heißt, wir haben nochmal weit mehr als die Hälfte nochmal aufgeschuldet. Speziell natürlich auch die Staaten in den letzten Jahren zur Rettung der Wirtschaften in der Pandemie. Und das macht es eben hochgefährlich. Das heißt, wenn wir aufgrund dieser riesigen Verschuldung anfangen, die Weltwirtschaft auszubremsen
und die Liquidität zurückzuführen, dann kann es eben zu erheblichen Problemen bei Schuldnern kommen. Und dann haben wir auch tatsächlich wieder eine Finanzkrise in der Form von 2008. Man kann also letztlich nur hoffen, dass die amerikanische Notenbank und auch die EZB diesen geplanten Kurs nicht allzu lange fortsetzen. Sie werden ihn gar nicht fortsetzen können, weil er dann zu entsprechenden weiteren Einbrüchen an den Börsen führen würde und auch ganz sicher oder mit hoher Wahrscheinlichkeit wirtschaftlich gesehen in eine Rezession führen würde. Aber wenn die Notenbanken jetzt nicht gegen die Inflation vorgehen, dann haben wir weiterhin Werte von 6, 7, 8% möglicherweise. Das ist ja auch irgendwie nicht das, was man wollen kann. Genau, das ist eben auch jetzt tatsächlich die Schwierigkeit, die diesmal damit verbunden ist. Die Notenbanken bekommen von den politischen Regierungen, beispielsweise in Berlin oder auch in Washington, massiven Druck, weil natürlich die Politiker wiederum massiven Druck von der Bevölkerung bekommen. Hier wird ja ganz klar artikuliert, ich kann mir mein Leben nicht mehr leisten. Und die Politiker geben diesen Druck natürlich dann nach Washington oder nach Berlin weiter, also die in ihren Wahlkreisen. Und dieser Druck kommt dann anschließend bei der Notenbank an. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig für die Notenbanken im Moment. Es ist eine gefährliche Gratwanderung. Sie stehen massiv unter Druck auf der einen Seite, etwas zu tun. Auf der anderen Seite können sie es aber sich eigentlich gar nicht leisten, nachhaltig gegen die Inflation vorzugehen. Und man muss natürlich auch sagen, viele Komponenten der Inflation sind durch die Notenbank gar nicht beeinflussbar. Das heißt also beispielsweise der ganze Energiesektor, der wäre nur dann beeinflussbar, wenn ich die Wirtschaft in eine Rezession führe. Dann habe ich ein deutliches Nachlassen der Nachfrage nach Energie. Dann kann ich das schon beeinflussen, aber diese Rezession will eben ja keiner und ist auch eben nicht gewünscht. Und natürlich solche Dinge wie Lebensmittelpreise durch den Krieg und so weiter sind auch durch Zinserhöhungen gar nicht zu reduzieren oder wieder zu ändern. Das macht es eben auch doppelt schwer. Das, wenn Sie sagen, dass die Politik Druck auf die Notenbanken macht, das hat natürlich so eine gewisse Ironie, weil natürlich die Ausgabenprogramme der Politik natürlich auch dazu geführt haben, dass die Notenbanken über Jahre so eine lockere Geldpolitik fahren. Absolut. Und speziell jetzt mal auf die EZB bezogen. Die EZB hat ja ganz massiv vor allen Dingen die Staatsanleihen der südeuropäischen Staaten aufgekauft, weil die eben in Relation zum Bruttoinlandsprodukt enorm hoch verschuldet sind. Also die Griechen mit fast 200%, die Italiener mit ungefähr 150%, die Spanier mit 110%, die Portugiesen mit 130%. Das heißt, die EZB musste hier sozusagen durch die Ankäufe der Staatsanleihen im Grunde genommen eine indirekte Staatsfinanzierung darstellen. Und wie man jetzt auch in den letzten Wochen gesehen haben, Sie haben es ja auch verfolgt, als die Zinsen angefangen haben zu steigen, sind ja dann die langfristigen Zinsen in den europäischen Ländern sehr unterschiedlich stark in kürzester Zeit gestiegen. Die italienische Anleihe von 1,4 auf über 4. Und das war natürlich von Seiten der EZB überhaupt nicht gewünscht. Das ist ja gerade der Effekt, der vermieden werden soll, weil sich diese extrem hochverschuldeten südeuropäischen Staaten eben Zinsen von 3, 4, 5% gar nicht leisten können auf Dauer. Und deswegen ist es eben auch so, dass man der EZB nur bedingt einen Vorwurf machen kann, weil sie eben hier sehr stark aufpassen muss, dass sozusagen die Dinge nicht aus dem Ruder laufen, weil wir uns selbstverständlich Staatspleiten nicht erlauben können. Das ist klar, weil die Bankensysteme sind mit den Staatsschulden massiv verflochten und wir hätten dann in sehr kurzer Zeit wieder eine Finanzkrise von historischer Dimension. Also Sie sagen quasi, dass eine hohe Inflation jetzt erstmal das geringere Übel ist. Das ist im Grunde genommen der Preis, den wir bezahlen müssen für die hohe Verschuldung, die wir jetzt angehäuft haben. Aber, und das führt zurück zu der Entwicklung des zweiten Halbjahres 2022, es kommt entscheidend darauf an, ob die Notenbanken tatsächlich diese Politik dann jetzt durchziehen, um eventuell eben auch den Druck, den sie haben, dem zu begegnen. Das wäre ein sehr großer Fehler aus unserer Sicht, eben wegen der historischen Welthöchstverschuldung von über 300 Billionen, die dann sicher zu erheblichen Problemen führen würde. Man sieht es im Übrigen ja auch schon an den Frühindikatoren, dass es durchaus möglich ist, dass wir in eine Rezession fallen. Also die Ölpreise sind bereits wieder sehr stark zurückgekommen. Die sind nur noch unwesentlich höher als vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine.
Und die Weizenpreise sind wieder stark zurückgekommen. Metallpreise wir sehen auch die Metallpreise fallen, wir sehen Kupfer fallen als einen der Hauptindikatoren der Weltwirtschaft. Das heißt, es gibt schon sehr klare Anzeichen, dass wir in eine Rezession gehen könnten. Und vorhersagen kann sowas natürlich tatsächlich keiner, aber es ist eben sehr schwierig als Gesamtbild, wenn die Masse der Konsumenten sich ihr Leben kaum noch leisten kann, wie sollen sie dann über einen Zusatzkonsum bei Amazon oder bei anderen in den Kaufhäusern oder im Einzelhandel die Wirtschaft stabilisieren? Das ist sehr, sehr schwierig, zumal der Konsument eben in einigen Ländern, zum Beispiel in den USA, mit über 70% eigentlich die Hauptkomponente der Wirtschaft darstellt. Und deswegen muss man hier sehr, sehr sorgfältig aufpassen. Also Paul Volcker, der inzwischen schon legendäre Fed-Chef der 70er Jahre, ist kein Vorbild für Jay Paul. Nein, tatsächlich nicht, weil zum damaligen Zeitpunkt eben die Weltverschuldung und die Staatsverschuldung und all diese Dinge in Relation zum Bruttosozialprodukt im Grunde genommen fast vernachlässigbar waren im Vergleich zu heute. Heute würde eine Paul-Volcker-Politik eine Weltwirtschaftskrise von historischen Dimensionen herbeiführen. Und daran kann tatsächlich niemandem gelegen sein. Also lieber haben wir eine etwas höhere Inflation und die wird uns ohnehin bleiben. Also die Inflation wird von heutigen Niveaus von 7-8% nicht einfach wieder so auf 2-3% zurücklaufen. Denn wir haben ja schon nicht unerhebliche sagen wir mal, Seiteneffekte, beispielsweise Lohnerhöhungen. Ja, da haben wir ja schon im Jahresvergleich haben wir in England schon einen durchschnittlichen Lohnanstieg von über 8%. Wir haben in den USA schon einen durchschnittlichen Lohnanstieg von über 6% und in Europa sind wir bei 3-4% mit steigender Tendenz. Und auch die letzten Gewerkschaftsabschlüsse in Deutschland waren alle über 6%. Das heißt, da kommt natürlich auch eine Lohnpreisinflation schon rein, sodass wir mit einer nachhaltigen Inflation rechnen müssen. Plus diese ganzen strukturellen Faktoren wie die Demografie zum Beispiel, Fachkräftemangel, solche Sachen. Die kommen noch dazu. Ja. Das heißt also, wir haben hier schon ein nachhaltiges Inflationsproblem. Natürlich werden die Inflationsraten eben aufgrund der schon stark rückläufigen Preise, die ich Ihnen genannt habe, bei den Metallen, bei Öl etc., die werden jetzt natürlich im zweiten Halbjahr das hoch ausbilden und zurückgehen. Ist keine Frage. Aber eben nicht in dieser Geschwindigkeit, wie sich das einfach die Notenbanken oder auch sonst die Leute gerne wünschen, weil eben schon Zweitrundeneffekte eingesetzt haben, die wahrscheinlich eben auch noch weitere Effekte hervorrufen werden. Also der Inflationsrückgang einfach auch wegen des Basiseffekts, ne? Wegen verschiedener Basiseffekte, genau. Aber wie gesagt, wir bleiben auf einem etwas erhöhten Niveau. Insbesondere natürlich auch, weil wir die Kriegssituation haben, die völlig unberechenbar ist und wo wir eben auch mit Dingen konfrontiert werden, die so wahrscheinlich keiner erwartet hat. Wenn wir jetzt so ein Inflationsproblem haben, ein dauerhaftes, wie Sie sagen, heißt das, dass denn die Politik auch wiederum mehr tun muss, um halt eben einkommensschwachen Haushalten zu helfen? Richtig. Auch da wird die Politik ganz klar sein, dass man eine höhere Staatsverschuldung in Kauf nimmt. Das wird auch Herr Lindner tun müssen, der zwar anderes sich wünscht oder anderes plant, aber er kommt nicht drum herum, um den sozialen Frieden in Deutschland aufrechtzuerhalten. Enorme Summen auszugeben. Haben natürlich auch wieder so eine Spirale, ne? Irgendwie, genau. Also das Schuldenproblem führt zur Inflation, wir machen noch mehr Schulden. Ganz genau. Also inflationieren oder bankrott gehen, das ist ja wie gesagt unser zentrales Thema. Bankrott gehen einfach aufgrund der 300 Billionen US-Dollar Schulden, die wir weltweit haben, wäre die Alternative, die sich keiner wünscht. Denn das hätte wie gesagt eine gewaltige Zunahme der Arbeitslosigkeit zur Folge und viele andere unangenehme Dinge, die dann passieren würden. Und wie gesagt, es geht jetzt tatsächlich um den sozialen Konsens in den Ländern, weil wir diese Situation bisher ja lange, lange, lange nicht mehr hatten. Ja. Hinzu kommt natürlich eins, die Gesellschaft ist ohnehin schon in die Vermögenden und die Nichtvermögenden gespalten seit langer Zeit, seit mindestens 20, 30 Jahren. Wir haben ja eben die Situation, dass einigen wenigen in der Gesellschaft, ich sage mal 50, 60, 70% der Vermögenswerte gehören, während die breite Masse eigentlich gar kein Vermögen hat. Das ist in fast allen wichtigen Industrienationen so, an der Spitze in den USA. Und das ist natürlich der Boden, wenn man Fehler macht in der Politik und in der Notenbankpolitik, der Boden für soziale Unruhen, keine Frage. Also auf einer Skala von 1 bis 10, wie beunruhigt sind Sie? Ich bin schon sehr beunruhigt wegen der gesellschaftlichen Dimension der Krise, aber auch wegen der finanzwirtschaftlichen Dimension der Krise. Aber natürlich entstehen da für Leute, die
die, sagen wir mal, vorausschauend agieren und erfahrene Unternehmen wie unseres, entstehen natürlich auch riesige Chancen. Das heißt, also man kann hier Standardwerte, gute Qualitätstitel wahrscheinlich im Verlauf des zweiten Halbjahres zu sehr günstigen mittelfristigen Preisen kaufen. Und wenn man sich aus der Euphorie herausgehalten hat, wie wir das getan haben, wir haben ja, wie gesagt, im Herbst schon veröffentlicht, dass es sich um eine Euphorie handelt und dass es da das mit sehr großen Korrekturen auf allen Ebenen zu rechnen ist, dann hat man jetzt eben die Chance, wenn man die Mittel sozusagen trocken gehalten hat, demnächst wahrscheinlich eben zu sehr interessanten Preisen Dinge zu kaufen. Das heißt, ich muss eigentlich umso mehr mich um mein Geld kümmern, in Aktien investieren, weil ich einfach auf dem Sparbuch bei den Inflationsraten und wie Sie ja angedeutet haben, werden wir ja weiterhin eine negative Realverzinsung über die nächsten Jahre haben. Da kriege ich nichts, da schmilzt mein Geld dahin. Genau, das ist ja das Paradoxe gegenwärtig, dass wir bei einer Inflation von 7-8% sind und in Europa durch die EZB immer noch Nullzinsen haben oder zum Teil noch Minuszinsen. Eigentlich eine sehr absurde Situation. Streng genommen müsste man eigentlich der EZB testieren, dass sie ihren Job nicht vernünftig macht. Aber sie steckt eben in den Zwängen bezüglich der südeuropäischen Staaten. Sie kann nicht einfach so agieren, wie sie es an sich aus der Inflationsperspektive müsste. Und insofern ist es natürlich ein sehr unguter Zustand. Die Leidtragenden sind natürlich wieder wiederum die breite Masse, die eben Geld auf Sparkonten hat oder auf dem Sparbuch hat und hier im Grunde genommen doch in einem nicht unerheblichen Ausmaß real enteignet wird. Denn bei Inflationsraten, sagen wir mal, vielleicht nachhaltig von 4 und im Moment sogar 7-8 plus sogar Nullzinsen oder sogar noch Negativzinsen, da haben Sie ja schon so, ich sage mal, im Mittel wahrscheinlich 5-6% Entwertung ihres Vermögens gegenwärtig. Das ist natürlich eine sehr, sehr unschöne Situation. Deswegen wird man zwangsläufig eben nach Alternativen suchen müssen als Vermögensinhaber, aber eben auch nicht um jeden Preis und schon gar nicht zu jeder Zeit. Das ist ganz, ganz wichtig. Also Aktienanlagen gerne, aber in den richtigen ausgewählten Aktien zur richtigen Zeit und zu vernünftigen Preisen. Was eben schon seit 2-3 Jahren nicht mehr der Fall war. Und selbst jetzt nach den Korrekturen im ersten Halbjahr 2022 sind sehr, sehr viele Titel nach wie vor, auch nach der Korrektur, überteuert, nicht billig und insofern auch keineswegs kaufenswert. Aber es gibt schon einige wenige Aktien, die wir auch auf unserer Watchlist haben, die wir definitiv dann auch kaufen werden. Aber da muss ein bisschen noch beobachtet werden, wie sieht es aus, Thema Rezession, Thema Notenbanken, wie verhalten die sich, verschärfen sie die vielleicht die Situation, dann könnte es gegebenenfalls an den Aktienmärkten eben nochmal deutlich runtergehen und dann muss man eben ein bisschen auch Geduld haben. Man kann den einen oder anderen Wert vielleicht jetzt auch schon kaufen, aber wenn man ein bisschen längerfristigen Horizont hat, aber es eben nach wie vor keine stabile oder keine ungefährliche Situation. Das Szenario, was Sie beschrieben haben, Schulden, Inflation, müsste ja eigentlich auch für Gold sprechen. Ja, das ist ja richtig. Das ist auch eine Entwicklung, die nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine ist das Gold ja auch zunächst mal tatsächlich hat sich als Finanzschutz erwiesen und ist auf den alten Höchstkurs von 2070 US-Dollar pro Feinunze gestiegen. Inzwischen ist es aber sehr, sehr deutlich gefallen auf, glaube ich, heute 1740, also schon, das sind inzwischen schon 15%. Also da ist es auch tatsächlich so aus unserer Sicht, wer etwas Geduld hat, der kann sich zu den jetzt niedrigeren Preisen Gold aus unserer Sicht wieder kaufen. Denn die Realzinsen, haben wir schon besprochen, die werden negativ bleiben. Und das ist eigentlich der Haupterklärungsfaktor für den Goldpreis auf lange Sicht, sind die negativen Realzinsen. Das liegt einfach daran, Gold als solches trägt ja keinen Zins. Und wenn ich aber real negative Zinsen kriege, hat Gold in Relation eben einen entsprechenden Vorteil. Die jetzigen Entwicklungen beim Goldpreis sind auch nicht so leicht erklärbar. Wir denken, dass es schon auch etwas damit zu tun hat, dass vor allen Dingen die USA kein Interesse an einem nachhaltig hohen Goldpreis hat, weil China und Russland sind die größten Goldproduzenten. Und speziell im Fall von Russland hat man natürlich hier gar keine Ambitionen, einen hohen Goldpreis zu sehen. Russland hat ja auch einen nennenswerten Teil der Währungsreserven im Gold. Und man hat ja auch versucht, ja jetzt auch ein Gold-Importverbot von russischem Gold zu installieren. Also es geschieht in dem Sektor im Moment auch sehr viel Politisches. Das macht den Goldpreis gegenwärtig nicht sehr berechenbar. Aber wer auf Dauer, also auf Sicht der nächsten 2-3 Jahre investiert, der sollte aus unterschiedlichen Gründen, eben weil beispielsweise die Inflation erhalten bleibt, weil die Realzinsen negativ sind,
und weil Gold eben auch nicht beliebig vermehrbar ist. Und vor allen Dingen auch, weil es den Notenbanken zum Schluss nichts mehr übrig bleiben wird, als wieder anzukurbeln, wieder frisches Geld in den verschiedenen Währungen zu drucken. Das bringt dann Gold letztlich dann auch als Währungsersatz ins Spiel. Alles im einen, Herr Borgsmüller. Was ist jetzt die beste Strategie? Das ist gegenwärtig letztlich eine Mischung aus vielem. Wir haben natürlich auch gegenwärtig schon ungefähr so 15-20% in Aktien investiert, was eine relativ niedrige Quote ist, auch im Vergleich zu Konkurrenten und Banken, aber weil wir eben auch vorsichtig waren, vorsichtig in das Jahr 2022 gegangen sind. Deswegen haben wir auch für einige wenige Kunden ein positives Ergebnis und ansonsten nur ganz leichte Rückschläge im Bereich von 1-2%, weil wir die Dinge eben einigermaßen gut vorhergesehen haben und auch beschrieben haben, also glaubwürdig. Insofern ist es jetzt schon einen Blick wert, bestimmte Einzelaktien anzuschauen und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eben in den nächsten Monaten dann tatsächlich zu kaufen. Also der Aktienanteil, der sollte dann schon irgendwo erhöht werden auf vielleicht 40-50%, aber zur richtigen Zeit. Noch ist eben die Situation nicht ganz klar, wo das Pendel hinschlägt. Wenn es Richtung Rezession schlägt, dann kann natürlich bei vielen Unternehmen werden dann doch auch die Gewinne noch mal mächtig unter Druck kommen. Und das hat die Börse aus unserer Sicht noch nicht vollständig eskomptiert, wenn das passiert. Insofern einen gewissen Aktienanteil in solide bewerteten Aktien, die möglichst wenig mit der Konjunktur zu tun haben, ganz wichtig gegenwärtig, weil natürlich die Konjunktur erst in den nächsten Quartalen so richtig schwächer wird und eventuell sogar rezessiv wird. Eine gewisse Position in Gold, 10-15% in physischem Gold, sollte man nach Möglichkeit tatsächlich immer haben und kann man jetzt auch bei den Preisabschlägen, die wir jetzt haben, so sukzessive, wenn man kein Gold hat bisher, sich da auch einkaufen. Und ansonsten parken wir im Moment eben auch einen nennenswerten Teil des Vermögens in kurzlaufenden Anleihen. Ganz wichtig, weil die eben bei den Zinsen, die ja mächtig gestiegen sind, eben nichts verlieren. Wir haben ja die Situation, dass im ersten Halbjahr 2022 eben neben den Aktien auch massiv die Anleihen verloren haben. Beides zusammen, sodass diese berühmten 60-40 Depots, also 60% Aktien, 40% Anleihen, diesmal ganz besonders stark gelitten haben. Und die dürften auch jetzt für die Zukunft, für die nächsten 1-2 Jahre nicht die richtige Kombination sein. Weil die Anleihezinsen können durchaus jetzt von dem Niveau, was wir jetzt noch haben, durchaus noch ein bisschen weiter steigen, weil die Inflation, wie gesagt, wird ein gewisses Sockellevel behalten. Aber die Zinsen werden, das so denken wir, schon unter der Inflationsrate bleiben und auch von den Notenbanken gehalten werden müssen. Denn sonst, wie gesagt, bekommen wir hier aufgrund der Welthöchstverschuldung, die ich schon ein paar Mal angesprochen habe, eben dann Probleme. Herr Borgsmüller, vielen Dank. Sehr gerne. Herr Borgsmüller hat es ein paar Mal angesprochen in meinem Interview, die Aussendungen der Newsletter, wo er und seine Kollegen Anleger regelmäßig über aktuelle Entwicklungen informieren. Ihr könnt das gerne auch bestellen. Ich habe euch den Link unten in die Beschreibung geschrieben.